Hallöchen, ihr Abenteurer. Ich bin heute mal alleine unterwegs. Die anderen sind alle auf Arbeit. Ich musste Ostern durcharbeiten und habe jetzt mal ein paar Tage frei. Also ganz alleine bin ich nicht. Ich habe nämlich die Nelly mit. Und wir sind heute mal ein paar Dosen suchen im Wald. Und haben so ein paar auf der Runde jetzt. Zwei haben wir schon. Die Nelly, die schnüffelt schon wieder irgendwas. Und mal schauen, wie diese Runde hier ist. Nämlich die Moosmännlein-Runde in Grünhain. Und die hat relativ viele Favoritenpunkte. Wir haben die erste Dose gefunden. Ne? Was meinst du, haben wir einen gefunden? Tada! Wir sind jetzt hier an so einem Rand von einem Naturschutzgebiet. Das heißt auch Hund an die Leine. Und uns ist auch was anderes aufgefallen. Und zwar sind hier Granitplatten. Nicht nur hier, sondern auch hier. So einfach hier so in den Wald gelegt. Tja, sieht aus, gerade das hier sieht aus wie ein alter Grabstein. Das. Die Frage ist, warum? Ich muss hier gestehen, ich war hier noch nie gewesen, aber das, was ich bis jetzt sehen kann, sieht richtig, richtig, richtig toll aus. Wir sind noch gleich beim nächsten Cache. Der gehört nicht ganz zu der Runde, aber da in der Nähe liegt und wir noch zu einem etwas anderen Lost Place wollen, der hier in der Nähe ist, haben wir gedacht, den nehmen wir noch mit. Das ist ja mal eine richtig, richtig coole Dose. So, schaut mal. Ein kleiner Goldi. Wie die Nelly. Wir sind jetzt fast am Ende der Lichtung angekommen. Und ich muss sagen, wow. Ich wette, das blüht hier im Sommer ganz, ganz toll auf dieser Wiese. Das ist mitten im Wald, also man läuft auch bestimmt eine halbe Stunde. Also mindestens bisher. Hinten trainiert ein Jäger mit seinen 5 Hunden. Deswegen haben wir uns hier mal so ein bisschen an den Rand verzogen, weil ich so ein bisschen Schiss habe, dass die Hunde die Nelly wittern. Naja, jetzt geht es zu dem etwas anderen Lost Place. So, wir sind gleich da. Noch ungefähr 80 Meter vielleicht. Und das hier, wo wir gerade langlaufen, dieser Pfad, ich sag jetzt mal Pfad, der verrät uns schon so ein bisschen. Nelly, komm. Ja, der verrät uns schon so ein bisschen, was hier gleich kommen könnte. Und zwar ist das alles aufgeschütteter Schotter. Ist ja so mitten im Wald recht ungewöhnlich. Und ich sehe es schon hier vorne. Wir sind gleich da. Wie gesagt, das ist ein bisschen ein anderer Lost Place. Das ist mal nichts, wo man reingehen kann. Draufgehen sollte man vielleicht auch nicht mehr. Aber es war eine sehr, sehr schöne Wanderung bisher. Hier wollte ich nämlich schon immer hin. Das ist nämlich eigentlich ein Radhaken. Den ich, ich gebe mal zu, ich habe ihn nicht gelöst, aber ich weiß, wo dieses Objekt ist und habe gedacht, gehst du auf gut Glück mal hin, vielleicht findest du die Dose. Und zwar ist hier eine Brücke, eine alte Eisenbahnbrücke. Hier ging nämlich mal die Bahnlinie lang von, ich glaube, Zwönitz Richtung Scheibenberg über Grünhain. Und das ist eine alte Brücke. Und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier runterkommen. Aber hier geht ein Trampelpfad runter. Schauen wir mal, ob wir da runterkommen. Die Nelly, die riecht schon wieder Wasser und hört's. Und ist dann immer ganz aufgeregt. Aber es ist noch ein bisschen kalt fürs Baden. Wow. Also, ich muss sagen, es hat sich gelohnt, herzulaufen. Es sieht
einfach nur richtig, richtig genial aus. Zwar wollten sie das Ding mal abreißen, kurz vor der Wende, und haben sich aber Natur- und Heimatschützer erfolgreich dagegen gewehrt. Ich meine, es rostet natürlich hier im Wald immer mehr zusammen. Das wird man gleich sehen. Und hier ist so eine richtige Trampelspur. Da fahren sie mit den Fahrrädern auch lang. Ja, aber ich finde, es hat schon seine Berechtigung, dass das hier ist. Und jetzt schauen wir mal, wo die Dose ist. Also das Ding ist schon ganz schön baufällig. Da würde ich nicht mehr raufgehen. Und es ist auch ganz schön gefährlich mit der Nelly, weil hier überall solche Teile liegen, und zwar auch größer. Verrostetes Metall. Na gut, schauen wir mal nach der Dose. So, auf der Seite war nichts. Dann nehmen wir es mal auf der anderen. Found it. Seht ihr das? Guck mal, wie ich es scharf krieg. Das ist alles voll mit Spinnen. Aber alles komplett. Ist das ekelhaft. Das sind die ganzen Nester hier. Ich bin eigentlich wegen diesem Stein hierher in den Wald nochmal abgebogen und hab dann das hier gesehen. Also eine Spinnenphobie darfst du da nicht haben, ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr ruhig mal einen Daumen nach oben geben. Vergesst nicht zu abonnieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Was mich noch interessieren würde, gefallen euch solche Videos? So ganz kurze bloß, auch so rund um das Thema Geocachen. Weil wir haben das jetzt immer so ein bisschen hinten angestellt, das Geocachen. Und zwar das Drohnenfliegen jetzt und Lost Places so ein bisschen wichtiger. Wenn euch solche Videos interessieren, dann schreibt es doch mal in den Kommentaren Hashtag Geocaching. Folgt uns auf Instagram, einmal mein Account, und hier geht es einmal zum Martin sein Account. Dann freue ich mich, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!